In diesem Video werden wir auf jeden Fall Glück versus Unglück in Brawl Stars machen. Nur mal so, Leute, ich habe mich in dem Video von Jojonas inspirieren lassen. Auf jeden Fall wollte ich nur mal sagen. Und ich würde sagen, Leute, wir labern gar nicht so lange rum und wir starten auf jeden Fall mit dem Video. Aber ihr könnt auch gerne, bevor wir beginnen, noch eine Bewertung beim Video dalassen. Und ich würde sagen, Leute, wir starten auf jeden Fall direkt mit dem Video. Alter, let's go! Ich habe so viele Brawler auf Rang 30 und zwei Brawler einfach auf Rang 35. Digga, ich habe so einen krassen Account, also wirklich, ich verstehe einfach nicht die Leute, die keinen Brawler auf Rang 30 bekommen. Und wegen den Brawlern da unten, ich habe einfach keinen Bock, die zu pushen. Also wirklich, ich pushe eher Rang 30er als so welche Brawler. Mann, Digga, ich schaffe es einfach nicht, einen Brawler auf Rang 30 zu bekommen. Es ist so verdammt schwierig. Mein Max war auf 930 und jetzt ist er einfach so gedroppt. Ich schaffe es wirklich nie, einen Brawler auf Rang 30 zu pushen. Also echt, es ist wirklich so schwer. Ich verstehe einfach nicht die Leute, die Rang 30 einfach schaffen können. Also wirklich, es ist wirklich so schwer. Also ich muss ehrlich sagen, dass die 50.000 Trophäen eigentlich gar nicht mal so schwer waren. Die waren eigentlich richtig einfach, muss ich ehrlich sagen. So, ich verstehe eigentlich nicht die Leute, die keine 50.000 schaffen. Also wirklich, ich meine, dafür habe ich gerade mal 2 Tage gebraucht. Also echt jetzt. Mann, Digga, ich schaffe es einfach nicht, mal eine Trophäe pro Tag zu pushen. Es ist doch einfach verdammt nicht mal möglich. Ich will doch einfach nur die 33.000 Trophäen erreichen, aber ich krieg das nicht hin, weil jeder bei mir teamt. Also wirklich, ich kann das einfach nicht. Ich pushe nie eine Trophäe pro Tag. Es ist einfach nicht normal, verdammt. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe mega Glück, weil, Digga, ich habe so viel Taschengeld. Ich kann mir damit einfach immer wieder Brawl Stars Gems kaufen. Jetzt mache ich erstmal ein fettes Opening. Oh Mann, ich kann mir gar keine Gems aufladen, denn ich darf das leider nicht. Und ich habe auch kein Geld. Ich will mir so unbedingt einen neuen Brawler kaufen oder irgendwelche coole Skins oder mir einfach Megaboxen kaufen. Mann, wieso kann ich mir nie Gems aufladen? Es ist doch wirklich nicht fair. Okay, nächste Megabox auf jeden Fall und... All 8 Verbleibende! Oh mein Gott, Digga, wie viel Luck! Oh mein Gott! Auf jeden Fall, jetzt holen wir uns auf jeden Fall die gratis Megabox und 5 Verbleibende, Digga. Okay, let's go, meine Season-Belohnung. Auf jeden Fall, ich bin wirklich gespannt, denn ich habe eigentlich schon viel diese Season gepusht, muss ich ehrlich sagen. Okay, 400 Star-Punkte sind hier auf jeden Fall schon mal drin. Ziemlich nice, auf jeden Fall. Okay, die 1000 sind hier auch schon mal voll. Die 2000 auf jeden Fall. Oh mein Gott, es geht gerade so schnell. Oh mein Gott, Alter, wie viele Star-Punkte. Ziemlich nice, auf jeden Fall. Und oh, lol, Alter, einfach fast die 5000 Star-Punkte. Oh mein Gott, Digga. 6.000! Oh mein Gott, wie krank! Mann, Digga, ich habe bestimmt voll wenig Star-Punkte, weil ich durfte diese Season gar nicht spielen, weil ich hatte Handyverbot. Ja, komm, Digga, das sind so wenig, Mann. So, und? Auf jeden Fall 6 Verbleibende und... Oh mein Gott, lol, wir ziehen einfach Sandy! Oh mein Gott, ziemlich, ziemlich krass! Oh mein Gott, Digga, wie lucky! Okay, so die nächste Megabox. Ach, Digga, ich zieh doch nie was. Also, ich muss sagen, ich habe eigentlich ein richtig gutes WLAN. Ich habe nie Lags und ich kann immer gut spielen, Alter. Das feiere ich einfach an meinem Internet. Okay, let's go jetzt mal wieder Brawl Stars spielen. Ich habe richtig Bock. Ich hoffe, dass es diesmal nicht laggt, auf jeden Fall. Hallo? Digga, was ist denn jetzt los? Es laggt schon wieder so hart wie letztes Mal. Ey, Mann, ich will doch nur spielen. Mann, bitte laggt das jetzt nicht mehr. Okay, ja, jetzt kann ich gut spielen. Okay, Mann. Digga, es laggt schon wieder. Es ist doch nicht wirklich dein Ernst. Nice, let's go. Ich habe auf jeden Fall hier mein Mr. P auf 25 jetzt mit Kappa gepusht. Auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice. Es hat auf jeden Fall auch gar nicht so lange gedauert. War eigentlich einfach. Und ja, ich glaube, ich mache jetzt öfter ein paar Rang 25er. Mann, Digga, es ist doch nicht wahr. Seit 3 Stunden pushe ich meine Bibi und ich war auf 749 und jetzt bin ich so gedroppt, Mann, und ich komme nicht weiter. Ansonsten, Leute, würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Abonniert mich, Leute. Lasst gerne eine Bewertung bei diesem Video da. Und tut mir leid, dass das Video nicht so lange ging, aber auf jeden Fall, ich habe viele Sachen probiert, in diesem Video reinzumachen. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao, ciao!